Bei einem Großbrand auf dem Gelände einer Metallverarbeitungsfirma in Knesebeck, Landkreis Gifhorn, ist ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Das Feuer sei am Samstagnachmittag bei Wartungsarbeiten in einer Halle der Firma ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntag. Dort breiteten sich die Flammen schnell aus. Die Feuerwehr konnte allerdings verhindern, dass der Brand auf andere Gebäude übergreifen konnte. Verletzt wurde niemand. Mehr als 300 Einsatzkräfte bekämpften den Brand noch bis spät in die Nacht. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner zwischenzeitlich aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten.